Dankeschön. Danke, danke. Hallo und herzlich willkommen beim Deutschen Umweltpreis 2015 in Essen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle hier sind. Schön, Sie zu sehen. Und besonders beklatschen wollen wir die Anwesenheit der Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Hannelore Kraft. Ja, klatschen Sie nicht jetzt schon alles, ne? Wir müssen noch ein bisschen, sparen Sie Reserven, denn Sie können unter anderem jetzt schon mal euphorisch klatschen, denn der Oberbürgermeister von Essen ist heute hier. Herzlich willkommen, Thomas Kufen. Sie sind erst seit 2 Wochen im Amt. Herzlichen Glückwunsch. Toi, toi, toi. Ja, Umwelt, darum geht es ja heute, da denken viele immer noch, das sei dieser grün-blaue Streifen, der draußen an der Windschutzscheibe vorbeifliegt, wenn man mit 200 Sachen über die Autobahn kachelt. Viele dachten auch bis vor kurzem noch, sie tun etwas für die Umwelt, ja, wenn sie die Strecke Frankfurt-München in 2,5 Stunden geschafft haben, das aber in einem Diesel. Auch diese Illusion ist jetzt zerstört und wir kriegen die Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland immer mehr zu spüren. Es ist Mitte November, aber die Temperaturen sind quasi wie Mitte Mai. Ich habe diese Woche in St. Martins zugesehen, da wollte der Bettler die Hälfte des Mantels nicht haben, weil der gesagt hat, ich schwitze mich jetzt schon kaputt, bleib mir weg mit dem Lappen. Ja. Und auf der anderen Seite ist das Umweltbewusstsein natürlich enorm gestiegen. Ich habe neulich einen Aufkleber gesehen, da stand drauf, wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum. Und das stand auf der Heckklappe eines SUV. Ja, ja, kennen Sie diese ganz dringend notwendigen Autos, gerade in Deutschland, diese Geländewagen, weil in den meisten zugewilderten Großstädten kommst du ohne so ein Ding ja gar nicht voran. Ne? Und ich frage mich da immer, wie klein muss er sein, wenn man sagt, ich brauche ein Auto, das so groß ist wie ein Haus, damit die Welt sieht, dass ich existiere. Die gute Nachricht ist, beim Deutschen Umweltpreis sind Sie verschont von dem Irrsinn da draußen in der Welt. Heute ist genau das Gegenteil. Und ich freue mich sehr, bei dieser Veranstaltung zu sein und Ihnen jetzt die Gastgeber des heutigen Tages präsentieren zu dürfen. Hier sind Rita Schwarzelür-Sutter, die Vorsitzende des Kuratoriums der DBU und der Generalsekretär der DBU, Dr. Heinrich Bottermann. Herzlich willkommen. So, schön, dass Sie hier sind. Wir haben uns alle schon im vergangenen Jahr unterhalten, Frau Schwarzelür-Sutter, da haben Sie gesagt, Sie wollen eine starke und selbstbewusste DBU. Ist Ihnen das gelungen? Wo stehen Sie heute? Die DBU hat tolle Mitarbeiter, selbstbewusste Mitarbeiter. Das ist ein Kapital für die DBU. Und die DBU hat in den letzten 25 Jahren richtig viel Erfolg. Und vor dem Hintergrund war das jetzt nicht mein Erfolg, dass die DBU jetzt noch selbstbewusst ist, aber auf den Stärken der DBU aufzubauen und sich zu überlegen, wie können wir aufgrund der Herausforderung noch besser werden, das haben wir uns vorgenommen und daran arbeiten wir und einfach um auch in Zukunft die Herausforderungen annehmen zu können. Mhm. Und Herr Bottermann, Sie haben im zurückliegenden Jahr 2 große Prozesse angestoßen. Sie haben die DBU überprüft und gefragt, wo stehen wir überhaupt? Ja, das war, glaube ich, ist eine völlig normale Aufgabe, die man wahrnehmen muss. Wir müssen ja so ein Haus zukunftsfähig machen, wetterfest. Und da muss man halt schauen, wie kann man besser werden. Und da haben wir einige Punkte identifiziert, die da insbesondere sich darum drehen, dass wir Themen identifizieren, unsere Förderung darauf justieren und dann mit der Förderung, mit den Ergebnissen der Förderung auch Themen besetzen können und unsere Meinung, unsere Ergebnisse besser in den Prozess einbinden kann. Mhm. Apropos Ergebnisse, Sie haben eine Evaluation gemacht. Mit welchem Ergebnis? Dass wir tolle Mitarbeiter haben, dass wir... Da sind Sie sich einig. Da sind wir uns absolut einig. Dass wir eine gute Beratung für die kleinen und mittleren Unternehmen machen. Das ist ja unser Hauptklientel, unsere Kundschaft. Die wollen wir auch weiterhin hegen und pflegen. Das ist unsere Kernaufgabe. Aber wir müssen da noch ein wenig flexibler werden. Wir müssen näher rankommen an die kleinen und mittleren Unternehmen und beispielsweise einen offenen Förderbereich konzipieren, dass wir dort die aktuellen Probleme, die dort vor Ort sind, noch besser aufnehmen. Und das wird eine unserer wichtigen Aufgaben der nächsten Monate sein. Frau Schwarzelür-Sutter, dann gibt es neue Förderleitlinien. Können Sie dazu was sagen? Also was versprechen Sie sich, wenn Sie die Förderleitlinien überarbeiten?
Ja, im Rahmen der Evaluation haben uns ja auch die Expertinnen und Experten ganz gute Hinweise und Ratschläge gegeben. Ein Bereich betrifft einfach die kluge Verbindung zwischen einer breiten Förderpalette und einer klaren aktuellen Profilierung der Förderthemen. Dann heißt es aber auch Bereitschaft zur Risikoförderung und natürlich auch, dass man die aktuellen gesellschaftlichen Prozesse und Innovationen mit berücksichtigt. Und all dieses Spektrum wird in den, wir haben ja versucht, in den neuen Förderleitlinien auch zu berücksichtigen. Was bedeuten die Förderleitlinien für Sie nach innen? Das hat bestimmt auch Konsequenzen. Also ein wichtiger Punkt ist, dass wir die interdisziplinäre Arbeit vertiefen werden. Das gibt es schon, aber wir werden das so vertiefen, verstetigen. Man redet dann im Fachchinesisch immer von einer Matrixstruktur, aber die interdisziplinäre Arbeit soll der Regelfall sein und nicht mehr der Ausnahmefall. Und das werden wir auch in der Organisation abbilden, damit man dann nicht darüber redet, sondern es tatsächlich auch tut. Dann lassen Sie uns noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Frau Schatzler-Sutter, welche Themen stehen auf Ihrer Agenda? Umweltbildung liegt Ihnen, glaube ich, sehr am Herzen, haben Sie mir im letzten Jahr gesagt. Das liegt mir nach wie vor am Herzen, weil wir müssen wirklich gucken, dass die Themen breit in die Bevölkerung getragen werden. Und das fängt halt auf den ersten Metern an. Und Jugendliche haben einen Kongress konzipiert, Zukunft selber machen, das war ein voller Erfolg. Und ich glaube, da muss man wirklich ansetzen, Jugendliche damit zu begeistern, dass Umwelt was Schützenswertes ist, was Trendiges und nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, das darfst du nicht und jenes darfst du nicht, sondern dass sie selber gestalten. Das ist mir ein großes Anliegen, das hat gut funktioniert und da kann man auch gut drauf aufbauen. Dann natürlich die Neuausrichtung und wie es für eine moderne Organisation, für eine moderne Stiftung auch gehört. Wir haben jetzt beim Kuratorium für gleichberechtigte Besetzung. Wir haben bei der Jury für die Umweltpreisträger 4 Frauen nominiert. Und für eine Stiftung ist auch zeitgemäß, wenn das sich in der Personalentwicklung dann auch so abbildet. Und das stimmt, aber merken Sie das in der Zusammenarbeit? Hat sich irgendwas verändert dadurch? Ich kann das ja schlecht beurteilen, weil ich ja keinen Vergleich habe vorher, nachher. Ich empfinde die Arbeit sowohl mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Geschäftsführern, vor allem natürlich mit meinen Kuratorinnen und Mitkuratoren wirklich positiv, angenehm und wir sind alle bemüht und streben, die DBU nach vorne zu bringen und das macht auch Spaß. Wenn Sie jedes Jahr so erzählen, denke ich wirklich immer, ich bewerbe mich jetzt bald mal bei Ihnen. Das klingt immer super. Und Herr Bottermann, Ihr Thema ist das DBU Naturerbe. Was gibt es da Neues zu erzählen? Naja, der Wolf ist da. Wir kennen den Wolf mittlerweile auf rund 13 Flächen, die da sind. Er ist heimisch geworden und er fühlt sich offenbar sehr wohl. Auf 6 Flächen gibt es auch schon Nachwuchs, er vermehrt sich. Und aus der Sicht eines Naturschützers kann man nur sagen, wunderbar. Das heißt, die Natur erobert sich ihren Raum zurück und das ist ein gutes Signal. Wir wissen aber auch, dass es Menschen gibt, die damit ein Problem haben. Und das ist eigentlich eine wichtige Aufgabe, die wir auch haben. Diese Menschen, die da Sorgen und Nöte haben und sich auch fürchten oder Eingriffe des Wolfes nicht so in der Weise haben wollen, die Sorge um ihre Tiere haben, für die auch da zu sein, ansprechbar zu sein und gemeinsam Lösungen zu finden, dass dann eine Natur, die sich weiterentwickelt, auch tatsächlich in einer dicht besiedelten Region möglichst konfliktfrei sich entfalten kann. Und was sagen Sie den Leuten dann? Der macht nichts, der will nur spielen. Was sagt man Menschen, die Angst haben vor Wölfen? Das hat man früher bei Hunden gesagt, das sagt man heute auch bei Hunden nicht mehr. Nein, ich glaube, es geht einfach darum, dass man an der Stelle erklären muss, dass ein Wolf sich entfalten muss und dass man natürlich als Mensch dann auch bestimmte Spielregeln einhalten muss, die dann entsprechend auch vorbereitet werden. Hände weg, wenn der Wolf kommt. Hände weg, wenn der Wolf kommt, klar, natürlich. Und Rotkäppchen ist auch nicht mehr so oft unterwegs, also insoweit muss man das realistisch sehen. Sehr gut. Wollen Sie noch was anfügen oder ergänzen? Naja, beim Wolf ist wirklich so, dass es eigentlich ein wildes Tier ist. Aber wenn normalerweise kann man den auch, wenn er zu nahe rückt, wirklich verscheuchen. Man muss sich einfach bewusst sein, das ist kein Haustier und kein Spieltier. Und entsprechend haben wir auch im Ministerium einen runden Tisch einberufen. Also man geht auch mit den Ängsten um. Man versucht auch wirklich eine Information und Kommunikation zu vermitteln. Und ich glaube, das ist das Beste, weil Angst ist nie ein guter Berater. Und insofern muss man lernen, wieder, dass man mit Natur auch lebt und umgeht. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt hier auf den aktuellen neuesten Stand gebracht haben. Ich bin gespannt, was sich bis nächstes Jahr entwickelt. Und dann sage ich, man sieht sich immer zweimal auf einer Bühne. Bis später. Okay. Herr Bottermann, Frau Schwarzele-Sutter, Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, was es noch selten gegeben hat bei dieser Veranstaltung, das ist ein Grußwort. Das kommt aber gleich von Hannelore Kraft und damit bringt sie ganz schön frischen Wind in unsere kleine Zeremonie. Und es ist gerade mal, die Veranstaltung ist 13 Minuten alt, schon die dritte Frau auf der Bühne. Das hat es jetzt auch noch nicht so oft gegeben. Sie ist für NRW das, was Mutter Beimer für die Lindenstraße ist. Sie ist Sympathieträgerin Nummer 1, die sagt, nix, ich gehe hier nicht weg. Sie hat sich gerade in den letzten Tagen als eine Art Anti-Horst präsentiert, also als Gegenentwurf zu Seehofer. Und das hat jetzt zwar nicht direkt irgendwas mit Umwelt zu tun, aber im weitesten Sinne dann doch, denn wer in einem Bereich für Vernunft plädiert, der tut es ja dann vielleicht auch in einem anderen. Von Umweltfreunden gibt es natürlich trotzdem Punkteabzug, denn sie regiert ein Braunkohleland, aber es gibt auch gleich wieder Pluspunkte, denn angeblich hat sie einen Flipperautomaten im Partykeller. So oder so, es ist schön, dass sie heute hier ist. Hier ist Hannelore Kraft. So bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht anmoderiert worden. Sehr verehrte Frau Kuratoriumsvorsitzende, Herr Generalsekretär, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, ich habe die besondere Freude, meine Damen und Herren, Sie alle hier in Nordrhein-Westfalen herzlich zu begrüßen. Die Preisverleihung in Nordrhein-Westfalen nehmen wir als Zeichen für die gute Partnerschaft zwischen Ihrer Stiftung und unserem Land. So hat die DBU in den vergangenen Jahren über 1350 Umweltprojekte in Nordrhein-Westfalen unterstützt. Und dafür sagen wir heute Danke. Umweltschutz und Klimaschutz sind für uns in Nordrhein-Westfalen treibende Kräfte. Das heißt, wir wollen die Möglichkeiten nutzen, wir wollen den Fortschrittsmotor für unser Land noch weiter unterstützen. Deswegen haben wir als erstes ein Klimaschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen verabschiedet mit ganz konkreten Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasen und zur Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien. Auf Basis dieses Gesetzes haben wir dann einen Klimaschutzplan erarbeitet. Er ist quasi die Roadmap, mit der wir in Nordrhein-Westfalen die Klimaschutzziele erreichen werden. Und in diesen Tagen und Wochen erarbeiten wir in der Landesregierung zudem eine Nachhaltigkeitsstrategie für Nordrhein-Westfalen. Sie sehen, bei uns sind diese Themen mit einer hohen Priorität versehen. Und was uns ganz wichtig ist, bei all diesen Dingen arbeiten wir unter weitreichender Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Verbänden. In Nordrhein-Westfalen entstehen eine Menge Ideen für einen modernen Umwelt- und Klimaschutz. Bei uns gibt es das Know-how für die Energiewende. Und deshalb haben wir uns entschlossen, diesen Klimaschutzmotor auch dadurch deutlich zu machen, dass wir eine Klima-Expo veranstalten. Das wird nicht eine klassische Veranstaltung auf einem Expo-Gelände sein, sondern wir wollen zeigen in der Breite unseres Landes, wo gibt es die neuen Entwicklungen, wo gibt es die herausragenden Projekte, um sie auch zur Nachahmung anzubieten. Ein konkretes Beispiel dafür ist in unserem Land das Projekt Innovation City Ruhr, nicht weit von hier in Bottrop. Dort wird in einem Projekt daran gearbeitet, einen Stadtteil komplett klimagerecht umzubauen. Das ist insofern etwas Besonderes, als dass jeder neue Häuser bauen kann und sie klimagerecht, energievorteilhaft zu bauen zu lassen. Allerdings, was machen wir mit den ganzen Gebäuden im Bestand? Wie schaffen wir einen lebendigen Stadtteil so umzubauen? Das wird in diesem Projekt gezeigt und wir sind gerade dabei zu versuchen, dieses Projekt auch in andere Kommunen über das Land auszurollen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das hat bei uns alles hohe Priorität und deshalb bin ich ein bisschen traurig, dass ich heute an dem gesamten Festakt leider nicht mehr teilnehmen kann, aber mein Kollege, Herr Umweltminister Remmel, wird mich hier gleich in der Talkrunde vertreten. Ich möchte an dieser Stelle den drei Preisträgern an dieser Stelle schon mal ganz herzlich gratulieren. Ich danke Ihnen für Ihre herausragenden Beiträge zum Umweltschutz und wünsche Ihnen allen eine gelungene Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Hannelore Kraft, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben, heute hier zu sein. Schade, dass Sie weg müssen, aber so ist es manchmal.